Damit ein herzliches Willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Ja, es hat sich nicht viel verändert. Ihr wisst, was abgelaufen ist. Der Affe will sich nicht zum Affen machen, sondern... Achso. Oh, Moment. Ups. Und jetzt? Ah, okay. Gehen wir mal die Kurbel wieder. Im Äffchen. Na endlich! Taxi bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo Bongo! So, dann wechseln wir jetzt mal eben zum mittleren Rufus. Na los, ihr kennt den Busch! Geh mal eben hier hin. Dann wechseln wir eben zum mittleren Rufus. Die Frau ist einfach hochkatapultiert. Und, aber ich habe mir schon gedacht, dass sie da drauf steht. Das ist aber cool. Und jetzt hat sie einen. Oh, geil. Lustig. Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Sorry, Rufus. Den brauchen wir noch. Obwohl es hier schon viel wärmer ist. Warum kommt ihr nicht einfach raus in die Sonne? Verlockend ist es ja schon. Aber Goon, deine Grasallergie. Herrje, dann steht ihr halt mal einen Augenblick. Es ist ohnehin nicht gut, wenn man in einer Beziehung zu sehr aufeinander hockt. Sagte der Mann, dessen Freundin ständig an irgendwelchen bizarren Bewusstseinsunpässlichkeiten leidet. Haha, Bewusstseinsunpässlichkeiten. Das muss ich mir merken. Wo ist sie überhaupt? Okay, andere Idee. Kann ich den Heizstrahler haben, wenn ich euch eine Sitzgelegenheit organisiere? Na gut. Deal. Solange es kein elektrischer Stuhl ist. Ich hab schon Deal gesagt. Ach. Okay, der Liegestuhl. Ich hab hier einen Liegestuhl für euch. Ach, Rufus. Das können wir unmöglich annehmen. Natürlich könnt ihr. Aber der war doch bestimmt teuer. Ihr könnt ja später was dazugeben, wenn ihr wieder flüssig seid. Der braucht schon Geld, wenn er anderen eine Freude machen kann. Wow. Rufus, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit Danke? Ach ja. Danke, Rufus. Und verlass dich drauf. Du bekommst dein Geld. Keine Eile. Ja. Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Ja, nimm ihn ruhig. Immerhin können wir uns gleich in die Sonne legen. Oh, Junge, ich kann es kaum abwarten. Oh, die Arme. Ach, egal. Ah, warte mal. Die ist jetzt alleine, ne? Okay. Moment. Wechseln wir mal kurz. Die ist jetzt nach oben katapultiert worden. Oh Gott, das ist fies. Aber ich ahne, worauf es hinausläuft. Kann ich mir die Kurbel... Nimm ruhig! Wir brauchen diesmal... Ah, ich hab eine Idee. Ja, klar. Das ist so fies. Moment. Auch in diesem, ja. Ja, klar. Weiter? Sag mal! Wie oft willst du eigentlich noch kurbeln? Ich weiß nicht. Gibt's da ein Limit? Ja, und das ist aufgebraucht. Ach komm schon, noch eine Runde. Na gut, ein einziges Mal darfst du noch kurbeln. Aber dann will ich meine Kurbel zurück. Verstanden? Ja! Warte mal, was mache ich denn da? Ja. Oh Gott, das wird so fies sein. Hey, ich hab gesagt, aber... Reden wir mal mit June. Na los, ihr kennt das Spiel. Push. Traurige June. Alles klar bei dir? Nichts ist klar. Es war alles so perfekt. June und ich hatten ein kleines Grundstück mitten in der Stadt. Und dann...
wurden wir voneinander getrennt. Tja, diese Stadt ist eben ein Dschungel. Da kommt so mancher unter die Räder. So, warte mal. Wir brauchen ja den Fes dazu. Hey, aber nein! So. Hier. Na, er steckt sich. Bingo Bongo. So. Ein Fes? Steht der Deal noch? Na klar. Du suchst mir einen neuen Partner und ich gebe dir mal sauber. Cool. Traurige June. Ah, wir müssen mal hier hochklettern. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch. Fes. Danke, Rufus. Aber ich will nur zurück zu meinem Huhn. Ja, aber wenn du einen Job hättest, könntest du dem Leierkastenäffchen die Kurbel abkaufen. Meinst du? Dieser schmierige Typ hat schon öfter versucht, sich an mich ranzumachen. Was müsste ich denn tun? Ach, nur ein bisschen Support für seinen Show-Act. Kaum der Rede wert. Das klingt nicht so übel. Sehr gut. Alles Weitere kannst du ja mit ihm aushandeln. Ich trommel derweil schon mal das zahlende Publikum zusammen. Gehen wir mal schnell zu Fun Texas zurück. Weil die soll ich jetzt zum Affen machen. Ah. Warte mal. Fun Texas. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah. Ich habe, es gibt ein neues Äffchen im Leierkastenmann. Es gibt ein neues Äffchen beim Leierkastenmann. Ein neues Äffchen, sagst du? Ui, das muss ich mir unbedingt ansehen. Hoffentlich ist es auch schön erniedrigend. Dann wäre mir das sogar die 5 Slotty wert. Jetzt schnell an. Tanz, mein Äffchen, tanz! Ui, Spucke. Das hat mir gar nicht gefallen. Das arme Mädchen. Die 5 Slotty gebe ich nur, weil sie mir leid tut. Hörst du? Das Publikum ist unzufrieden. Beim nächsten Mal schaust du gefälligst ein bisschen freundlicher. Beim nächsten Mal? Weil wir hatten eine Abmachung. Sobald du die 5 Slotty verdient hast, bekomme ich die Kurbel. Korrekt. Aber diese 5 Slotty hier gehören mir nicht. Ich muss damit erst meine Auslagen begleichen. Auslagen? Aber, Rufus, du musst mir helfen. Der blöde Affe will mir die Kurbel nicht geben, weil er noch irgendwelche Auslagen begleichen muss. Muss ich ja auch. Na los, sag es hier, Rufus. Naja. Rufus? Aber was tust du denn da? Wonach sieht das aus? Er nimmt sich, was ihm zusteht. Deine Provision für die erfolgreiche Jobvermittlung. Genau. Die Provision. Heißt das etwa, du hast mich verkauft? Was? Das kann man doch so nicht sagen. Rufus, du hast mich an einen Affen verkauft. Und dann auch noch so getan, als wolltest du mir helfen. Ich brauch doch diese Kurbel. Haben, haben, haben. Siehst du denn nicht, wie diese Gier dich zum Affen macht? Als gäbe es nichts Wichtigeres im Leben als schnöden Besitz. Du solltest mir lieber dankbar sein, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Ich habe dir ein Auskommen und eine wichtige Lektion vermittelt. Es ist egal, was du tust, solange du deinen Zielen treu bleibst. Denn der Zweck heiligt die Mittel. Was mich streng genommen zu einem Heiligen macht. Oh Gott. Und jetzt habe ich schon eine Idee, was wir machen müssen. Oh, armer, trauriger Goon. Was ist los? Oh, June ist fort. Ach, Frauen. Dabei fällt mir ein, du schuldest mir noch Geld für die Liege. Das tut mir leid, Rufus. Ich bin komplett pleite. Tja, ich habe einen guten neuen Job für dich. Hallo. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man es erklären muss, ist es auch kein Witz mehr. Ach komm schon, mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Für mich ein... Gute, davon. Männliche...
Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Ja. Schild. Warum haben wir das nicht mitgenommen in den ersten Folgen? Sitz da nicht so faul rum. Ich habe hier eine interessante Stellenanzeige für dich. Männliche Aushilfskraft gesucht als Teigtaschenverkäufer? Du rufest, ich weiß nicht. Was ist denn das? Ein schmucker Bewerber? Dachte ich's mir. Was? Hey! Was zum Geier? Hä? Teigtaschen. Nur ein Slotty 25 das Stück. Bravo! Zugabe! Cool! Ah, super! Wir haben die jetzt miteinander. Oh, ist das nicht schön? Ach ja. So, jetzt müssen wir mal hier kurz hier hin. Moment mal. Wir haben jetzt das Geld. Und geben es kurz ihm. Jo. Hey, Goon! Teigtaschen. Nur ein Slotty 25 das Stück. Wow! Wie ich sehe, hast du dich in deinen neuen Job ja schon richtig reingearbeitet. Teigtaschen. Teigtaschen. Was ist denn mit ihm los? Er konzentriert sich. Du bist immerhin sein erster Kunde. Bist du dir sicher? Teigtaschen. Er wirkt irgendwie so somnambul. Teigtaschen. Vertrau mir. Das ist ganz normal. Der Wirt muss sich erst noch an den Symbionten gewöhnen. Der Wirt? Teigtaschenwirt. Eine ganz normale menschliche Berufsbezeichnung. Okay, dann hätte ich gerne Teigtaschen. 4 Teigtaschen, bitte. 4 Teigtaschen kommen sofort. Das macht dann 5 Slotty. Beehren Sie uns jederzeit wieder im... Ich glaube, da stimmt was mit deiner Aushilfe nicht. Nanu, hat er sich etwa aufgehangen? Versuch doch mal ihn aus und wieder anzuschalten. Hä? Was zum Geier? Mit dem 56K-Modem. Nur ein Slotty 25 das Stück. Ah, da ist er wieder. Entschuldige die kleine Panne. Kein Problem. Es ist so schwer, heute gute Mitarbeiter zu finden. Gut, jetzt müssen wir wahrscheinlich die Kleinen damit füttern. Moment. Wow, die sind ja wirklich riesig. Da würde ja locker ein ganzer Wombat reinpassen. So, wechseln wir eben wieder auf den kleinen Rufus und geben ihm. Ich hab die geile Idee. Ihr könntet diese Teigtaschen hier als Schlafsäcke verwenden. Teigtaschen? XXL-Teigtaschen. Die sind riesig und richtig kuschelig warm. Aber Herr Rufus, wir können hier ja kaum stehen. Wie, auch noch Ansprüche stellen oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. So. Jetzt gehen wir mal kurz wieder zurück zum Rohrwald und zum Nachtlager. So. Ich hab die geile Idee. Ihr könntet diese Teigtaschen. Sie sind aber. Ja, komm. Oh, kommt schon. So, Rotzis, Schlafenszeit. Ah, okay. Aber es ist dunkel und kalt. Bittchen Angst. Oh, ey. Meckerkatze24.de. Meckerkatze24.de? Oh, Mann. Tja, wirklich steckt so ein Wunder. Die Dinger sind so...
Und was? Eine Kochshow? Genau das. Wo sollen wir hier? Das ist viel zu... Antenne? Der Empfang hier unten ist ja wirklich... Kann nicht mal... Dann ist es ein bisschen schwer. Gehen wir nach oben? Warte mal. Warte. Ich habe den Heizstrahler, nicht wahr? Oh, warum bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen? Der Heizstrahler. So. Ich hab die geile Idee. Fehlt nur noch Stromibert. Da gehört eine Sicherung rein. Oder Wahlweide. Scheibenhonig. Das Kabel ist zu kurz. Da gehört eine... Oder Wahl... Moment, muss ich gerade da oben gehen? Hm. Runter. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Ach, Mann. Moment. Ah, ich hab eine Idee. Da gehört eine Sicher- oder Wahl. So. Vielleicht klappt das. Tja, mir steckt so ein Wunder. Die Dinger sind. Moment. Hm. Hier runter. Moment. Ja. Ah, warte mal. Nein, Quatsch. So. Und was? Meine, genau das... Wo sollen wir? Das ist viel zu... Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. Mist. Antenne. Haben wir noch eine Antenne? Moment. Antennengabel. Vielleicht klappt das ja. Er hat schon eine Antenne. Er hat schon eine An- Er hat schon ein... Aua! Aber... Hä? Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Hm, die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Aber die leider bleibt, sonst könnte ich so. Probieren wir es mal ein anderes aus. Hierfür. Und eine profunde Kenntnis der geheimnisvollen Gesetze der Hebelwirkung. Du solltest gefälligst Wirkung tun, wenn du gezogen wirst von deines nächsten Hande. Er macht aber nichts. Kann echt überlegen. Hm.
Vielleicht nimmt Rusty das ja. Moment. Hm. So. Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Also hopp, hopp. Oh. Und nun? Oh, gut, festhalten, warten. Gleich geht's los. Bist du gemein, Rufus. Ah! Hm? Sagte dir was? Penny Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Ja. Hm. Bist du gemein, Rufus. Armes Kind, ey. So. Die Sicherung. So. Hohoho, jubel die Jauchz! Cool, wir haben's geschafft. So. Ich hab die geile. Ihr könnt halt sind. Aber Herr Ruh, wir können ja. Wie? Auch noch. Kein Wunder, dass. Jetzt müsste es aber klappen. Ja. So, Rotzis. Schlafenszeit. Aber. Na, na, na. Keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch. Das hat einen Tauchanzug. Oh oh. Der Empfang hier kann nicht. Moment. Antenne. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Gut. Geben wir den Kindern mal die Teigtaschen. Obacht, jetzt wird es aber so richtig gemütlich. Zunächst für mich, weil euer Rumgejammer dann endlich aufhört. Oh, ist das fies. Nun wird geschlafen. Ich weiß nicht. Rippchen Angst. Power. Na na, jetzt macht euch mal nicht schlechter, als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen. Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Ach, mein Fehler. Die pennen ja gar nicht. Die lauern. Oh je, das arme Monster. Oh mein Gott. So, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Gut, ich würde sagen, ich beende erstmal die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen zu einer neuen Folge von Deponia. Ciao!